Hallo und herzlich willkommen zurück zum LS19 Landwirtschaft auf der Kandeline. Wir sind auch schon im neuen Tag, also im 6. oder Spätsommer. Also letzten Sommertag sind wir und wir hatten ja beim letzten Mal, beim Dreschen hat es ja angefangen zu regnen, dann haben wir Gärreste ausgefahren, glaube ich. Auf jeden Fall hat es geregnet. Jetzt ist der Raps noch ein bisschen nass, deswegen fahren wir jetzt hier schon mal auf Feld 11. Gärreste machen wir wieder mit der Scheibenecke. Also sprich, wir arbeiten gleich einmal ein. Und man muss sagen, die Dingsbums hier, die Fahrgassen, helfen einem so ein bisschen. Wenn es hier so ein bisschen rumpelt und pompelt, holpert. Wo man dann nämlich einsetzen kann. Wie gesagt, der... Axion... Ja, den Axion habe ich vom Güllezubringer. Einer reicht ja. Sollten wir ja nicht so große Wartezeiten haben. Dann haben wir nämlich schon mal zwei kleinere Felder bearbeitet. Weil auf Feld 4 oder 3 muss ja eh gekalkt werden. Aber da ist noch nicht alles abgeerntet. Wollte denn das machen, aber... Das ist noch nicht fertig, abgeerntet. Weil da haben wir irgendwie 30% Feuchtigkeit. Muss dann erstmal abtrocknen. Dann machen wir schon mal ein bisschen Bodenbearbeitung. Erst überlegt, vielleicht die Wiese zu häckseln. Aber das machen wir nachher. Häckseln einmal alles. Dann brauchen wir nicht andauernd immer umbauen. Hallo. Oh, das war ein bisschen weit hinten. Genau, Cerion ist noch unterwegs. Der Axion. Das müssen wir sehen, wenn der Helfer weg ist. Der ist immer nur eingestellt über Autodrive, über Führungsroute. Prozent noch. So. So sitzen wir ein bisschen besser.
Genau, wir können immer noch 4000 Liter drin behalten, dann kriegen wir das Fass trotzdem leer und voll. Also das vom Zubringer leer und das ist dann Rand voll. Aber der ist ja noch nicht da. Und es poltert gleich wieder. Denn wenn wir irgendwann die Spritze ausprobieren, die hat ja jetzt die Dings drin. Die Teilbreitenschaltung. Gab es ja ein Update. Finde ich richtig schick. Sie ist erst da. Müssen dann noch so 5000, 6000 Liter loswerden, dann können wir auch wieder auffüllen. Und ich muss auch mal zusehen, dass ich die Maschinen repariere. Aber ich muss mein Geld zusammenhalten, das brauche ich noch. Ich hoffe mal, die Möhren bringen gut Geld. So, ich wollte sagen, was ist denn da für ein Strich?
Mal ein bisschen was von außen zeigen. 3, 5. Ich glaube, fahren wir dann nochmal rund und dann füllen wir auf. Wir könnten hier eigentlich auch. Ich glaube, wir kommen nicht ganz runter. Weil wir hatten vier irgendwas. Fahren wir runter, machen voll. Was soll's? Da ist er. Machen wir langsam. Wo ist der? Da. So. Hey Blätter. Sag mal. Nicht jetzt? So, ich muss. Ja, funktioniert. Aber irgendwie sind die Fässer manchmal, weiß ich nicht, manchmal bei einem konnte ich schon mal nicht mehr rausziehen. Das ging vorher ein paar Fässer lang und dann. Irgendwie nicht mehr. Wir müssten ja denn nachher bei 26.000 sein. Ich glaube, die haben 24, das hat 28, 26. Nee, oder 28. So, 21, ich glaube bei 26. Wir hatten ja glaube ich 2000 drin. So, den schicken wir denn. Einmal zum
Gerästelager wieder. Wir fahren dann hier einmal hoch. So, dann geht die Fahrt weiter. Axion ist unterwegs, holt eine neue Ladung. Und wir ziehen hier weiter die Bahnen. Aber habe ich eben da noch die Fahrgassen gesehen? Das ist aber komisch. Oder was war das da unten eben? Müssen wir hier oben ein bisschen drauf achten. Das wäre ja fürs Drillen gar nicht schlecht. Das kann man, sieht man vielleicht auch, wo man ausheben kann und wo nicht. Müssen wir gleich mal schauen. Wir haben wir um nichts weit genug gezogen. Tatsache. Das ist ja fürs Drillen nachher richtig schick. Gut, wir hätten auch hier gucken können. Ja, da, Tatsache. Ja, da. Fürs Vorgewende ist das richtig gut. Ob das auch ist, wenn man nur gruppelt? Ich sag dann jetzt auch in diesem Sinne natürlich wieder recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder vorbeischaut. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.